Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute starten wir mit einer neuen Serie und zwar heißt diese Serie Panikzeichen. Um was es bei Panikzeichen geht, wie wir es nutzen können, das alles heute hier im allerersten Video. Also, wir erleben ja zu Beginn des Jahres 2016 schon einmal sehr, sehr stark fallende Preise. Der DAX ist schon 10% von seinem Hoch gefallen und auch die amerikanischen Indizes geben so richtig nach unten Gas. Und das eröffnet uns als Optionsverkäufer natürlich herausragende Möglichkeiten in diesem Jahr. Das heißt also, wenn wir geduldig sind, wenn wir auf die Zeichen achten, dann werden wir in diesem Jahr sehr viel Spaß an den Märkten haben. Aber es ist natürlich so, dass man in diesem Jahr, wenn also die Volatilitäten weiter ansteigen würden, und wir persönlich gehen davon aus, dass das, was wir hier die ersten 14 Tage gesehen haben, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass da also doch nochmal einiges kommen kann, dann wird es natürlich ein relativ schmaler Grat sein zwischen ich mache einen sehr, sehr sicheren, gut bezahlten Trade und ich greife ins fallende Messer hinein, das Messer fällt weiter und ich habe Riesenprobleme in meinem Portfolio. Und aus dem Grunde will ich mich in den nächsten Videos, es werden insgesamt weitere 6 Videos folgen, werde ich mich ein wenig mit dem Thema Panikzeichen oder Panikanzeichen beschäftigen. Und warum ist das so wichtig? Wenn wir uns speziell die Aktienmärkte anschauen, dann wissen wir, dass man prinzipiell mit dem Verkauf von Put-Optionen besser fährt als mit dem Verkauf von Call-Optionen. Das liegt einfach daran, dass natürlich die Masse der Marktteilnehmer sich eher gegen fallende Kurse absichert als gegen steigende Kurse. Und deswegen haben wir diesen sogenannten Skew in den Aktienmärkten. Das heißt also, die Put-Optionen sind in der Regel teurer als die Call-Optionen und das selbst in einem Umfeld, wo nichts los ist. Also das heißt, selbst in einem Bullenmarkt oder in einem Markt, der seitwärts läuft. Wenn wir natürlich wie jetzt Märkte haben, die sehr, sehr stark einbrechen, dann kommt noch hinzu, dass sich diese Skewness noch deutlich verschärft. Das heißt also, dass die Puts auf der Unterseite sehr, sehr viel teurer als die Calls werden. Und das bietet natürlich eine sehr hervorragende Chance für den Optionsverkäufer. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen und können nicht einfach sagen, okay, jetzt sind Puts einfach sehr teuer und jetzt verkaufen wir mal Puts, weil das Jahr 2008 beispielsweise hat gezeigt, dass die Preise, obwohl die Volatilität sehr hoch war, noch deutlich weiter ansteigen kann, dass also dementsprechend auch die Märkte weiter einbrechen können. Und deswegen müssen wir natürlich versuchen, ziemlich an einem guten Zeitpunkt einzusteigen. Das Problem, was wir allerdings immer haben, wenn es zu solchen Zusammenbrüchen kommt, ist folgendes. Wenn wir uns mal anschauen, dass zum Beispiel ein Markt irgendwie so eine Bewegung macht, also das heißt, es geht langsam nach unten und am Ende kommt dann der Crash und wir würden jetzt sagen, wir warten einmal auf ein charttechnisches Signal, wann wir wieder einsteigen können, dann dauert das oft sehr, sehr lang. Warum? Oftmals ist es so, dass ja ein Crash oder eine sehr starke Abwärtsbewegung an den Märkten relativ langsam beginnt. Also wer sich jetzt beispielsweise mal den Chart des S&P 500 anschaut, wir können den an dieser Stelle hier auch einmal einblenden, dann sieht man, dass zum Beispiel im letzten Jahr, also im Jahr 2015, der S&P lange, lange Zeit seitwärts lief. Und dann kam der erste Einschlag im August, der die Märkte knapp 10% nach unten gebracht hat. Dann ging es zum Jahresende nochmal hoch und jetzt ist hier zu Beginn des Jahres 2016 der Markt nochmal richtig nach unten gefallen und wir drehen jetzt gerade so ein bisschen, also in das Video, was ich heute aufnehme, ist der 19. Januar, da drehen wir gerade ein wenig nach oben an den Tiefs vom August. So, das heißt also, bei einem Aktiencrash geht es erstmal langsam los. Und dann beschleunigt sich das immer mehr und dann kommt ja hier diese entsprechende Panik auf. Und man muss sich das vorstellen, es ist dann ein wenig wie ein überdehntes Gummiband. Also würde man ein Gummiband nach unten ziehen und immer mehr und immer mehr und immer mehr, dann ist das eine ganz, ganz glatte Bewegung nach unten. Zum Ende werden die Bewegungen auch immer steiler. Also wenn wir uns das mal in einem Candlestick-Chart anschauen würden, dann haben wir hier oben noch relativ kleine Candles und hier werden die dann immer größer und nehmen dann immer größere Ausmaße an
und habe halt dann wirklich hier solche extremen Bewegungen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir in diese Bewegung hinein, wenn das Gummiband also wieder nach oben schlappt, und das wird passieren, wenn hier unten wirklich der ganz große Sell-off da ist, dann bekommen wir keinen charttechnischen Einstieg. Also das heißt, es wird nicht, ich nehme mal eine andere Farbe, damit man es gut erkennt, es wird jetzt hier auf der Unterseite nicht so etwas geben, wo wir sagen können, okay, wir haben ein Tief, ein erstes Hoch, dann ein höheres Tief und dann können wir hier eine 1, 2, 3 Umkehr machen oder dergleichen, sondern die Wahrscheinlichkeit ist, dass es erstmal so nach oben schießt und dann hier noch sehr, sehr volatil bleibt. Aber in diesem ersten Hochschießen hinein baut sich schon wahnsinnig viel Volatilität ab. Und in diesem kleinen Zeitfenster von vielleicht wenigen Tagen, einer Woche, hat man enorm gute Gelegenheiten, hier zu exorbitanten Preisen Puts zu verkaufen. Weil natürlich in der Panik hinein die Puts einmal aufgrund der großen Volatilität und zum anderen natürlich, weil auch die Market Maker die Preise nochmal, um sich abzusichern, ein bisschen hochsetzen, weil dann hier unten einfach wirklich sehr, sehr viel Geld für diese Puts bezahlt wird. Die sind dann enorm teuer und dann geht es hier sehr, sehr schnell und dann baut sich das auf ein, in Anführungszeichen, normales Niveau wieder ab. Und deswegen müssen wir ganz einfach hier diese Panikzeichen erkennen, um feststellen zu können, okay, wann ist denn hier dieser Zeitpunkt? Jetzt ist ein ganz wichtiger Hinweis schon, wenn wir über diese Panikzeichen sprechen, dann geht es nicht darum, genau diesen Punkt hier zu erkennen. So, sondern wir werden hier ein, sagen wir mal, das wird eher so in dem Bereich sein, das heißt wahrscheinlich noch vor dem Tief. Also wir werden hier auf der linken Seite hineingehen. Man kann natürlich auch versuchen auf der rechten, das ist auch oftmals schon ein bisschen schwieriger. Also wir werden in die Panik hinein verkaufen. So. Aber Panik ist etwas, was man greifbar machen muss. Also wir können nicht einfach von unserem persönlichen Gefühl ausgehen und können sagen, okay, jetzt ist hier die Panik da und jetzt machen wir mal was, sondern wir müssen sagen, okay, können wir das an wirklich festen Punkten klar machen? Und das sind eben diese Panikzeichen. Wir werden da insgesamt über 5 Stück sprechen, über 5 solche Panikzeichen werden wir sprechen, wo man erkennen kann, dass der Markt genau am Tief oder zumindest fast in der Nähe des Tiefs ist. Und wer diese Zeichen erkennt, die relativ simpel sind, wenn man einmal weiß, wonach man suchen muss, der wird dann wirklich hier unten sehr, sehr gute Einstiege bekommen. Und deswegen ist es auch so interessant, dass wir diese Panikzeichen kennen, weil das ist nicht nur interessant für diejenigen, die sagen, ich möchte Puts verkaufen, um einfach die Prämien zu generieren, sondern es ist auch zum Beispiel für diejenigen interessant, die sagen, ich möchte Aktien kaufen, ich freue mich auf so einen Crash, wo die Preise vielleicht 20-30% zurückgehen und ich möchte unten mal wieder Aktien kaufen von Unternehmen, die ich immer schon haben wollte. Also auch der sollte diese Zeichen ein wenig kennen. Oder jemand, der sagt, ich möchte über einen ETF oder über einen CFD oder über einen Future, was auch immer, long im Markt gehen. Der muss natürlich dann noch ein bisschen auf kleinere Zeiteinheiten gehen, um vielleicht so eine 1, 2, 3 Umkehr zu erkennen oder irgendetwas. Aber all das, dem voran geht natürlich dieser übergeordnete Marktblick. Und wer unsere Morgenroutine kennt, der wird feststellen, dass wenn wir hier unten dann diese Panikzeichen haben, wird unsere Morgenroutine, das Ampelsystem, noch vollkommen rot sein. Das heißt, die Welt wird schlecht aussehen. Aber genau das ist dann der richtige Zeitpunkt, um hier unten einen Trade entsprechend oder mehrere Trades entsprechend zu machen, die dann wirklich sehr, sehr lukrativ sind. Zum Schluss noch eine Anmerkung. Wenn wir diese Panikzeichen dann alle nach und nach jetzt auflisten und wir werden sie in den Märkten erkennen, dann ist es allerdings so, dass man trotz dieser Panikzeichen eines nicht vergessen darf. Die Chancen, dass wir hier einen Trade machen, der uns viel Geld einbringt, die ist absolut gegeben, aber es ist natürlich so, man sollte immer damit rechnen, dass sich trotz aller Panikzeichen, die wir haben, die Bewegung noch einige Zeit fortsetzen könnte. Und aus diesem Grunde ist es unheimlich wichtig, dass man, wenn so etwas passiert, flexibel bleibt, adjustieren kann, eingreifen kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man diese Trades macht, jetzt nicht sagt, Haus und Hof verwetten und alles in einen Trade hinein, sondern dass man sich an sein Money- und Risikomanagement hält. Bei uns ist das Money- und Risikomanagement ein ganz
wichtiger Bestandteil auch zum Beispiel in unseren Coachings oder Seminaren, weil entscheidend ist natürlich, dass man diese Techniken kennt, wann gehe ich in den Markt. Aber das sind natürlich niemals hundertprozentige Treffer. Wir haben sehr hohe Trefferquoten, aber auch wir liegen natürlich immer mal wieder, was ganz normal ist, falsch. Und wenn wir falsch liegen, dann können wir das mit Hilfe der Möglichkeit von Optionen, also dem Rollen beispielsweise, relativ gut wieder hinbekommen. Allerdings nur dann, wenn wir in der Lage sind, auch zu rollen. Und das heißt, wir müssen genügend Margin haben. Wir dürfen nicht zu weit im Minus sein. Und das kann man im einen zusammenfassen. Das geht eben nur, wenn man vernünftige Positionsgrößen macht. Also wer jetzt sagt, okay, hier unten alles Geld, was ich habe, dann da rein. Das kann gut gehen, dann hat man vielleicht auch mal ein Konto innerhalb von 2 Wochen verdoppelt. Es kann aber eben auch dazu führen, dass das Konto innerhalb von 2-3 Tagen mal komplett ausgelöscht ist. Und ich glaube, diesem Risiko will sich keiner von uns aufsetzen. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video, dann mit dem ersten von 5 Panikzeichen. Und ihr könnt gespannt sein, was da kommt. Wenn ihr auch solche Beobachtungen gemacht habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich darauf, lese mir diese Kommentare immer durch und wir versuchen aus den Kommentaren heraus auch immer wieder Videoideen für euch zu entwickeln. Und ansonsten lehnen wir uns entspannt zurück, schauen wir dem Treiben an den Märkten zu, warten auf diese Panikzeichen und machen dann die Trades, wenn alle anderen sich nicht trauen. In diesem Sinne, euch allen eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.